Hallo zusammen, im Titelbild steht, wer hat den längsten? Also ich habe ja den größten, wenigstens hier in der Region. Da mache ich euch in der Endcard dann irgendwann ein Video, am Ende vom Video. Es geht heute darum, wer hat den längsten? Mit dem Gender ist es ja so, da kann man das Geschlecht wählen. Es wird eigentlich eher heißen, wer hat die längste. Und zwar rede ich von der Kälteleitung. Wir bauen Kühlschrankaggregate und ich habe jetzt hier am Boden ein Kühlschrankaggregat. Das heißt, hier steht das Aggregat mit Kupplungen, dann kann man die Leitung zusammentrennen. Und da vorn ist dann der Kühlschrank oder das Kühlelement. Das sind jetzt hier 4,80 Meter Kälteleitung. Also Kühlaggregate mit so Längen könnt ihr bei uns bestellen. Dann habe ich hier Schränke. Ich habe hier zum Beispiel, sieht man auf dem Tippenschild, ein Wemo 106N. Das ist ein 133 Liter Kühlschrank. Und hier ist eine Zeichnung vom Kunden. Das heißt, das hat er ein Foto gemacht, irgendwoher, vielleicht aus dem Video oder sowas. Und er will jetzt von hier bis hier 2,80 Meter Kälteleitung. Also das heißt, von hier diese Leitung sollte 2,80 Meter sein und dann mit Kupplungen hier zusammenschrauben und dann habe ich das Kühlaggregat hier. So kann ich das Kühlaggregat irgendwo im Boot wegsetzen in die Backskiste oder runter in die Bilge oder beim Camper sogar in die Garage oder unters Fahrzeug. Aber das sind ja nur 2,80 Meter. Hier habe ich zwei Schränke. Das eine ist ein Kühlschrank. Moment, ich habe hier ein Chaos. Und der kriegt auch einen Kühlaggregat. Ein 130 Liter und 106F. Und zwar ist der ohne Eisfach. Und der hat dann hier 6 Meter Kälteleitung. Das gleiche wie bei dem hier drüben. 6 Meter. Und dann drunter oder drüber, das kann ich euch nicht sagen, kommt dieser Tiefkühler hier. Der hat dann natürliches Kältemittel, Propan. Und ich habe auch hier eine Kälteleitung, 6 Meter. Auf Wunsch könnt ihr haben bei uns bis 10 Meter Leitung. Ihr müsst ja auch noch verlegen. Aber eben hier ist das Thema externes Kühlaggregat. Zweimal, das ist der gleiche Kunde, das gleiche Wohnmobil. Das Fahrzeug, die Kühlaggregate kommen weg vom Kühlschrank. Ich weiß nicht wohin, wahrscheinlich in die Garage oder sowas. Und dann habe ich zwei separat gesteuerte, zwei separate Maschinen. Und hier habe ich effektiv einen Tiefkühler, der donnert runter auf minus 35 Grad bei humanen Temperaturen, so 25 Grad. Wenn es wärmer wird, so 50 Grad, erreicht er dann nur noch die minus 18 oder minus 20. Klar, braucht er dann Strom. Eben, wer hat die längste oder den längsten, weil mit Genderwahn ist das so ein Thema. Ich saß letztens bei mir im Keller, habe mich mit meiner Ölheizung unterhalten, ein bisschen gesprochen mit ihr. Da hat sie gemeint, ja, man kann jetzt ja wählen, sie sei ja zum Beispiel jetzt eine Wärmepumpe. Oder sie hat das Gefühl, sie sei eine Wärmepumpe. Mit dem, der längste, die längste Leitung, da weiß man heute ja nicht mehr, wo man hinkommt. Dass ich den größten habe, da mache ich euch hier ein Video. Und sonst, wenn ein Kühlschrank oder ein Kühlaggregat mit einer langen Leitung braucht, schreibt uns, wir haben solche Teile auf Bestellung. Etwa eine Woche, zwei Wochen Lieferfrist. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.